Okay, wieder hier im dunklen Pichu. Ach Gott, irgendwann kriege ich es auch noch raus, halt immer flüssig auszusprechen. Geht's jetzt darum herauszufinden, was überhaupt hier mit Empyria los ist. Wir wissen nicht, was genau ist. Der Älteste sagt, nur Empyria hätte das Dorf angegriffen, was ich mir bei einem Göttervogler überhaupt nicht vorstellen kann. Und um das herauszufinden, begeben wir uns jetzt direkt zu Empyrias Rastplatz. Ah, und natürlich kommen vorher ein paar Viecher. Hier sind nur Schatten und Dunkel. Es ist nur ein Schatten und ein dunkler Kondor. Das ist noch alles im Rahmen der Möglichkeiten. Ganz gefährlich wird es nur, wenn die sogenannten Bäume, diese Bilzebäume hier auftauchen, weil die den Todestanz können und mich one-hitten. Habt ihr mal darauf geachtet, wenn der Schatten angreift oder wenn der hin und her springt, dass der ein bisschen einmal am Flackern ist? Das finde ich auch total cool. Hochachtung für dieses kleine Detail, was man sich mal merken sollte. Yeah, Schatten ist down. Ja, 440 Erfahrungspunkte, schön, schön, schön. Und da oben ist Empyrias Rastplatz. Da wollen wir natürlich mal hin. Und mal gucken, was da passiert. Okay, hier soll. Aha, es passiert etwas. Da, das Empyria. Habt ihr es gesehen? Da ist sie. Moment mal! Oh, shit! Bossfight! Gegen Empyria, den Göttervogel. Oh, wir können doch keinen Göttervogel bekämpfen! Okay, meine Freunde, Empyria, die zweimal in einer Runde agieren darf, hat folgende Statuswerte. Die HP, die LP liegen bei 1785, relativ wenig. Die MP bei 255. Der Angriff bei 386. Vielleicht, mal zum Vergleich für euch, Captain Crow hatte 256. Die hat also über 100 mehr. Ihre Abwehr liegt bei 308 und kann nicht gesenkt werden. Und ihre Flinkheit bei 101. Die ist echt stark. Ich mache als erstes mal den Teamruf. Empyria ist echt eine Herausforderung. Vor allem, sie hat zwar wenig Lebenspunkte, aber eine hohe Verteidigung und hohen Angriff. Ich versuche viel Damage zu machen. Oh. Und die kann natürlich auch enorme Zauber hier. Zack. Oh, und wenn so jemand packt, 165 bei Talos. Und Talos ist eine Maschine. Ja. Und Empyria beherrscht natürlich auch die Eiswelle, sowie andere Fähigkeiten wie solche Angriffe, Zack und so was. Also hier ist wirklich Vorsicht geboten und ich garantiere für nichts, dass meine Charakter das alle überleben. Freflash. Denn Empyrias Angriffe sind echt brutal. So. Meine Monster haben gute Arbeit geleistet. Und dann wollen wir mal gucken. Duran fängt mal an. Mit mal seinem Stoßwirbel. Genghis setzt Mega-Stärkung ein. Jessica Beschleunigung und Angelo geht auch auf Mega-Stärkung. Auf jeden Fall meine Abwehrkraft erhöhen, da ich sonst bange bin und hat mir Empyria den Garaus macht. In kürzester Zeit. Und zweimal Mega-Stärkung, das macht schon ordentlich was aus. Autsch. Boah, pack du ran, ey. Das ist ein Angriff, ey. Ja, gegen Zack kommen wir schlecht an. Dank der Beschleunigung haben wir jetzt natürlich einen enormen Boost bekommen. So, und ihr seht jetzt mal den Angriff hier, Stoßwirbel. Der macht 106 Damage. Das ist wirklich gar nichts. Oh wei, oh wei, oh wei. Konzentrieren. Du machst da mal. Magische Barriere. Nee, das ist nicht gut. Energieschub auf Duran und du setzt auf jeden Fall mal gleich die Multiheilung ein. Ist natürlich schlecht, wenn sie ihre Eiswelle direkt jetzt in dieser Runde rausschmeißt, denn dann müsste ich komplett nochmal von vorne anfangen. Sei nicht so frech, Empyria.
Okay, zack. Ist akzeptabel. Kann ich gegenheilen? Da kann ich auch noch gegenheilen. Das ist aber auch ein Schaden, wenn die auspackt. Dann muss ich mal eine Vollheilung auf mich selbst machen. Nämlich konzentriert sich. Jessica konzentriert sich mal auch und du zauberst wieder Multiheilung. Ja. Schön gegen an. Vor allem Jessica muss dagegen angeheilt werden, denn wenn Empyrea wirklich zweimal physisch angreift, dann ist ganz schnell Land unter. Und dadurch, dass ich eine Vollheilung und nicht nur eine Mittelheilung gemacht habe, ist meine Konzentration nicht runtergegangen. Zum Glück. Na, wen packt sie sich jetzt? Nein! Aua! Okay, Zauber, Vollheilung Jessica. Jengis kann mal angreifen. Jessica darf auch mal angreifen. Oder Jessica zaubert nochmal Energieschub auf Jengis. Und Angelo zaubert sofort wieder Multiheilung. Ach, da hält sie vielleicht einen Angriff aus, aber die Vollheilung muss her, genau. Super. Schön. Jawohl, Jengis mit Konzentration und Energieschub. 397, das ist ein schöner Schaden gewesen. Autsch, nicht nochmal packen. Ach, Gott sei Dank. Und ihr seht auch schon, ich kann permanent gegenheilen. Das ist wirklich... wirklich nervig. Hopp. Angelo muss jetzt die Vollheilung auf Duran machen. Ja, ja, ist das nicht schön? Duran, mach hinne. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass Jessica ins Glas beißt. Ah, nicht Angelo packen. Das ist mein Heiler. Wie kannst du den denn anpacken, du? Okay, okay. Ganz klar, die Vollheilung. Du greifst an. Jessica macht ihre Zwillingsdrachen. Angelo Multiheilung. Oh, 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 oh. Jessica sollte auch schon schön Schaden machen. Die hat aber keinen Energieschub drauf. Ja, sie ist in 79. Konzentration 20. Wow. Sehr gut. Jengis hat ja allein schon über 500 abgezogen. Nice, nice. Oha, wen machst du jetzt? Packt Jengis, das ist okay. Wenn sich Jengis packt, das ist in Ordnung. Jetzt kann selbst Dura mal angreifen. Jengis konzentriert sich. Jessica. Oh, nochmal Energieschub zaubern. Mach mal auf dich selbst, wa? Und Angelo, Multiheilung. Da sehe ich noch nicht mal gegen an hier. Sehr gut, 200. Wunderbar. Wirkung des Energieschubs lässt nach, das ist schlecht. Aber Jessica ist übrigens noch ausgerüstet. Mit dem Energy Juke. Nicht machen! Was ist Empyrea frech, du? Aber ihr seht schon, das ist mal ein Boss, wo es richtig, richtig herausfordern wird. Weil das Viech echt was auf dem Kasten hat. Das Schlimme an Empyrea ist einfach, dass ihre Angriffskraft so gewaltig hoch ist und halt die Verteidigung nie senkbar ist. Du machst halt keinen Schaden. Da siehst du selbst mit Energieschub. Was? 5 Schaden? Was war das denn? 229, na Gott sei Dank. Oh oh. Hat seine ursprüngliche Abwehrkraft wieder. Da müssen wir aber gegen vorgehen. Mittelheilung. Okay, sie fängt an sich selbst zu heilen. Das heißt, sie ist gleich down. Das heißt, Empyrea ist gleich down. Ah ah. Jengis muss aber. Obwohl, auch Jengis mal greift an. Jessica zaubert nochmal Energieschub. Duran? Nee, für Jengis. Nee. Nee, für Duran. Und du heilst mal bitte voll Duran.
Ja, ich müsste eigentlich eine Abwehrkraft erhöhen, aber nee, jetzt noch nicht. Ja, es ist schlecht, dass ihr eure ursprüngliche Abwehrkraft wieder habt. Das ist ungünstig. Oh Gott sei Dank. Boah, 10.000. Duranak Stufe 39. Geil. 8 Talentpunkte. Und wir können auch Duran den letzten in Speere geben. Durans Sperrtalent verbessert sich und er wird zu einem allmächtigen Lanzenkämpfer. Dies ist die höchste Stufe. Duran erlernt das Blitzgewitter. Durans Courage erhöht sich, er wird zum Löwenherz. Duran erhält den Zauber Mega-Heilung. Angelo erreicht die Stufe 38. Boah, 16 LP, nice one. 8 Talentpunkte. Und Bögen ist fertig. Charisma hoch. Angelos Bogentalent verbessert sich und er wird zu einem Pfeilkaiser. Damit hat er die höchste Stufe erreicht. Angelo verbessert seine Nadelschusstechnik und meistert den Nadelregen. Ist einfach Nadelschuss mal 5 oder sowas. Angelos Charisma erhöht sich, er wird zu einem Ritteridol. Angelo hat den göttlichen Beistand. Empyrea lässt eine Schatztruhe zurück mit einem Magiesamen. Puh, Empyrea ist down. You are brave to have followed my shadow here from the world of light. And you are able fighters. Perhaps you have realized already, but that battle was a test. Please forgive my methods, but I am in search of someone strong to help me. What do you mean? Surely you don't expect us to help you attack the village? I'm afraid you've misjudged us. We're not about to help you with your tyrannous... Please do not misunderstand me. It was never my desire to attack the village. That too is part of the reason why I am in need of help. When Rapthor, Lord of Darkness, attempted to conquer the world of light, I helped the sages to seal him away. In so doing, I earned the enmity of the monstrous servants of Rapthorn. That is why I am in this predicament. I have a baby, an egg in my nest. I have been waiting for the day it would hatch. But my nest has been captured by Gemon, one of Rapthorn's foul minions. He is holding my egg hostage. He forced me to attack the human village. I could not refuse if I wanted to save my child. Normally, I would have nothing to fear from the likes of Gemon. But as long as he has my egg, I am powerless to oppose him. That is why I must find someone to fight him in my place. Someone brave and strong. You did not waver in following my shadow here to the world of darkness. Such bravery is rare. And now you have proven your strength in battle. I have no doubt that you are the only ones brave enough and strong enough to defeat Gemon. Please help me. Save my egg. For me, for my unborn child, and for the people of this island. Thank you. I was right to choose you. My nest is on a precipice at the summit of a mountain, far beyond the reach of humans. Gemon will be watching for me, so I cannot take you all the way to the top. But I can take you to the mountain's base. Are you ready to go now? Nee. Very well.
Ja. Imperia wird auf uns warten. Ja, Imperia hat uns also nur getestet. Das ist ja frech, du. Aber gut, das macht natürlich nichts. Wir haben den Test gerne angenommen und herausgefunden, dass wir Imperia helfen müssen. Gut, das werden wir auch auf jeden Fall tun. Mega Heilung. 27 MP. Stellt die EP aller Gruppenmitglieder vollständig wieder her. Voll geil. Dunkles MP-Chu. Nur dahin können wir uns teleportieren. Das machen wir auch. Und unser nächstes Ziel ist klar. Wir müssen Imperia helfen. Dann wird sie wahrscheinlich auch uns helfen. Wir müssen Gammon ausschalten. Gut. Das soll auf jeden Fall auch das Ziel sein. Aber nicht mehr in diesem Part. Dieser Part neigt sich stetig und schnell dem Ende. Werde jetzt noch einmal resten. Und dann werden wir uns darum bemühen müssen, Imperia zu helfen. Das sollten wir aber hinkriegen. Gammon ist, wird nicht mehr lange hier Geiselnehmer spielen. Wir werden dich aufhalten, Gammon. Natürlich werde ich noch eben speichern, denn das haben wir uns verdient. Nicht, dass ich nochmal Imperia besiegen muss. Ja, moin, ich möchte speichern. Ja. Was? Nein gekommen. Dunkles Mpichu. Hier geht's im nächsten Part auch gleich weiter. Stufe 39, richtig cool. Und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part, wenn wir zum Horst des Göttervogels aufbrechen. Bis dahin, tschüss und ciao!